Ich teste nochmal für euch Hollands Finest Pomade, und zwar die Reutzel Clay Pomade. Kommen wir zur Verpackung. Typisch für Reutzel kommt die Clay Pomade auch in einer Dose. Vom Design her jetzt nicht ganz so meins, dennoch eine gute Verpackung. Kommen wir zum Geruch. Der ist tatsächlich einfach nur geil. Riecht wie ein Pfefferminzbonbon. Wenn du weißt, wie die weißen Tic Tacs riechen, dann weißt du auch ganz genau, wie dieses Produkt hier riecht. Die Inhaltsstoffe. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller Reutzel wirbt mit einem matten Finish, einem mittleren Halt, und mit dem Produkt soll man gut für Textur und Definition sorgen. Ob das wirklich stimmt? Meine Vollfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Und man kann sehen, meinen Haaren fehlt auf jeden Fall Definition. Für das Pre-Styling habe ich meine Haare angefeuchtet, ein, zwei Drops Argan-Öl in die Haare eingearbeitet und habe dann eine Rundbürste genommen, um meine Haare erstmal passend in Form zu füllen. Weiter geht's mit der Konsistenz des Produktes. Die Konsistenz ist sehr weich. Man kann sich ungefähr vorstellen wie so eine Creme, eine etwas härtere Creme vielleicht, aber dennoch für einen Clay sehr weich. Das Auftragen in die Hände funktioniert wirklich kinderleicht und das Produkt lässt sich rückstandslos ganz einfach in den Händen verreiben. Kommen wir zum Styling. Das Styling hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich konnte relativ schnell meine Haare genau so legen, wie ich sie haben wollte, und ich konnte auch so gut Textur und Definition in meine Haare reinbringen. Meine Frisur nach dem Styling sieht dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt des Produktes. Ich habe beim Styling noch mal ein bisschen nachgeholfen mit etwas Haarspray, bin ich ehrlich. Aber es wird ja auch mit einem mittleren Halt geworben. Ein mittlerer Halt ist drin, also kann man nichts anderes sagen als top. Auch beim Finish kommt genau das raus, was draufsteht, und zwar ein mattes Finish ist auch hier definitiv gegeben. Und wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis aus? Das Produkt lässt sich auch nur mit Wasser gut aus den Haaren herauswaschen, kann man nichts anderes sagen. Und der Preis, ihr bekommt 113 Gramm, ist eine relativ große Dose hier, von der Reutzel Clay Pomade für sage und schreibe 16 Euro, was wirklich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Wenn du auf der Suche bist nach einem Produkt, das deinen Haaren Definition und Textur gibt, bei einem mittleren Halt und einem matten Finish, dann ist das hier dein Produkt. Das Produkt kann sowohl für kurze als auch für mittellange Haare gleichermaßen benutzt werden, und ich würde sogar so weit gehen, dass du mit dieser Clay Pomade auch sehr feine Haare stylen kannst. Dann brauchst du zwar nicht ganz so viel Produkt, aber auch von sehr fein bis hin zu dicken Haaren kannst du dieses Produkt definitiv verwenden. Totale Punktzahl. Die Reutzel Clay Pomade bekommt total 44 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.